Hallo, liebe Schrauberfreunde. Heute zeigen wir euch, wie man den Fensterheber bei einem Golf viel wechselt. In unserem Fall handelt es sich um einen elektrischen Fensterheber. Dazu benötigen wir natürlich einen neuen Fensterheber. Wir haben in unserem Fall einen komplett mit Grundplatte. Dies hat den Vorteil, dass die Abdichtung der Grundplatte neu ist, da diese oft bei der Demontage beschädigt wird. Habt ihr das andere Modell, bekommt ihr praktisch nur die schwarzen Schienen und müsst diese dann mit der alten Grundplatte neu verschrauben. Also abbohren, komplizierte Arbeit und komplett neu verschrauben. Wir empfehlen euch daher, dieses Teil komplett zu kaufen. Es ist auch einfacher zu wechseln. Und los geht's! Für den Wechsel unseres Fensterhebers benötigen wir heute 8er Maul, Ring, 30er Torx-Schraubendreher, einen 20er Torx-Schraubendreher, mittleren Schrittschraubendreher, einen großen Kreuzer, einen Clipheber, eine gebogene Spitzzange, eine Verlängerung Viertel Zoll, Knarre Viertel Zoll, eine 8er Stecknuss, eine 10er Stecknuss und einen kurzen Kreuzschraubendreher. Nicht vergessen, unser Klebeband, um die Scheibe zu fixieren. Der erste Schritt ist natürlich, wir müssen unsere Innenverkleidung demontieren. Als erstes vom Griffstück diese Plastverkleidung abklippen. Dazu nehmt ihr am besten einen breiten Keil, damit man hinterher keine Hebelspuren sieht. Als zweiten Schritt nehmen wir diese Schalterkombination heraus, auch leichten Ruck. Im nächsten Schritt entfernen wir die drei unteren Schrauben der Türverkleidung. Dazu nehmen wir einen Torx 20 Schraubendreher, schrauben diese einfach heraus. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, nun haben wir noch eine seitliche Schraube in der Türverkleidung, die wird Schmitti entfernen. Die befindet sich vorne an der oberen Kante von unserer Türverkleidung, und zwar an der Stirnseite. Jetzt benötigen wir einen großen Schraubendreher, und zwar in Kreuzausführung. Und diese drei großen goldfarbenen Holzschrauben rauszudrehen, nicht diese kleinen. Und raus damit. Passt hier bitte auf, dass sie euch, wenn möglich, nicht in die Türverkleidung fallen. Oder ihr könnt sie auch einfach hängen lassen, wenn sie nicht rausgehen. Genau. So, nun entfernt Schmitti noch die Schalterkombination. Wir drücken den Riegel leicht rein und ziehen die Stecker ab. So, Schmitti, dann brauchen wir nur noch unsere Türpappe abziehen und dann haben wir den Fensterheber vor uns. Ein Druck und Zug, einfach dann ziehen und nach oben rausheben. Nach oben rausheben. Nun, wenn wir feststellen, hält uns noch jemand fest. Nun hängt Schmitti erstmal den Bautenzug vom Türschloss aus. Dann den Stecker von der Türleuchte abmachen oder einfach mit Lampe rausnehmen. Ja, jetzt ziehen wir noch den Stecker von unserer LED von der Wegfahrsperre ab. Klammer leicht gegendrücken und Stecker abziehen. Und zum Schluss noch den Stecker von der elektrischen Spiegelverstellung abziehen. Und schon haben wir unsere Türverkleidung in der Hand. Als nächstes müssen wir unseren Fenster vom Fensterheber trennen. Dazu öffnen wir unsere Service-Luken hier. André, machen Sie hier bitte. Danke.
zweimal. Jetzt stecken wir unseren Fensterheberschalter provisorisch wieder auf. Zündung ein. Und fahren unser Fenster so weit runter, bis wir hier die Verschraubung sehen. Dann wieder Stecker ab. Mit einer 10er Stecknuss und einer Knarre lösen wir die beiden Halteschrauben. Nicht rausschrauben, sondern nur lösen. Einmal. Zweimal. So, dann haben wir unsere Scheibe frei und müssen die natürlich fixieren. Dazu nehmen wir uns ein einfaches Klebeband und kleben sie einfach an der Tür fest. Das macht ihr am besten zweimal, damit die auch wirklich hält und euch nicht in die Tür fällt, wenn kein Fensterheber drin ist. Der nächste Schritt wäre, diverse Stecker zu trennen. Einmal von unserem Lautsprecher, vom Spiegel und von unserem Fensterhebersteuergerät. Beim Fensterhebersteuergerät gibt es eine Besonderheit. Wir haben unten einen Riegel, das ist eine Kulissenführung. Wir ziehen den Riegel nach unten und gleichzeitig den Stecker nach vorn. Diesen Riegel nach unten ziehen, gleichzeitig. Wir lassen den Stecker aus der Führung ziehen, Klammer entriegeln, auseinander, dito, Klammer entriegeln, auseinander. Im nächsten Schritt schrauben wir sämtliche Schrauben von unserer Türverkleidung ab. Das sind in diesem Fall alle, die so leicht grün sind. Einfach alle rausschrauben. Schmitty, mach du mal die da unten. So, nun die Grundplatte vorsichtig abhebeln, da wir noch diverse Gummiprümpel entfernen müssen. Kann man vorher schon mal vorsichtig durchschieben. Vereinfacht uns die Sache nachher. Dann erst unten lösen. So, genau. Da oben noch der Fensterheber zwischen Tür und Verkleidung steckt. Genau. Führung dran. Führungsnasen müssen da raus jetzt. So. Jetzt auf die Türverriegelung aufpassen. Durchziehen, dann schon weg. Nummer eins. Richtig. Jetzt brauchen wir jemanden mit schlanken Händen. Jetzt muss der Stecker vom Türschloss ab. So, hier ist der Stecker. Man sieht ihn im eingebauten Zustand wirklich überhaupt nicht. Ihr müsst ihn leicht gegen das Schloss drücken und diese Nase nach hinten drücken und dann einfach abziehen. Ist eigentlich der typische VW-Stecker, wie er überall im Fahrzeug zu finden ist. Erledigen noch unsere Halteklammern
Führung für unseren Kabelbaum gelöst werden. Und das geht nur von der Innenseite. Dazu nehmen wir unsere abgewinkelte Spitzzange und drücken die Plastiknasen zusammen. Nummer eins. Ziehen wir ein bisschen an dem Ding, Schmitty. Jetzt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie der Kabelbaum liegt, könnt ihr euch ein Edding nehmen und den Kabelverlauf einfach mal aufs Blech zeichnen. Dann kann nichts schief gehen. Nun drehen wir die Platte einfach raus aus der Tür und schieben raus. Über den Verriegelungsstift und haben unseren Fensterheber mit Fensterpanel, mit Türpanel in den Händen. Dann brauchen wir jetzt unsere Platte nur noch umbauen und dies zeigen wir euch am besten am Tisch. So, für den leichteren Umbau und vor allem, dass wir auch nichts vergessen, haben wir uns beide Teile parallel auf unseren Tisch gelegt und beginnen jetzt als erstes mit den Gummiabdichtungen für die Führungsschienen. Die sind leicht rauszunehmen und genauso leicht wieder einzusetzen. Als nächstes folgt der Umbau von unserem Motor. Dazu lösen wir diese drei Torx-Schrauben. Nehmen ihn einfach ab und setzen ihn unseren neuen Fensterheber wieder drauf und schrauben ihn einfach wieder fest. Hier vorsichtig geboten, nicht zu festziehen. Also einfach nur handfest anziehen, reicht völlig aus. Nur wichtig ist der feste Sitz. Dann haben wir hier oben noch unseren Steckerhalter, den auch einfach ausklipsen. So diesen in die neue Türpappe einfach wieder einklipsen. Als letzten Schritt tauschen wir unseren Lautsprecher. Die sind normalerweise bei VW genietet. Hier ist schon mal ein Zubehörlautsprecher reingekommen. Den tauschen wir lediglich, indem wir ihn abschrauben. Wenn ihr euren Originallautsprecher abnieten müsst, besorgt das vorher Schrauben und schraubt ihn genauso fest, wie dieser hier ist. Und los. So, bevor wir den neuen Lautsprecher aufsetzen, denkt an die Gummiabdichtung zum Gehäuse, denn sonst klingt es nachher komisch. Diese ganz vorsichtig abziehen, dass sie am besten nicht durchreißt. Oder nehmt aus Baumarkt handelsübliche Schaumstoffkleber. Diese auf die neue Türverkleidung wieder aufsetzen und den Lautsprecher einsetzen. So, nun sind wir mit dem Umbau fertig und bauen den Fensterheber in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Dazu fädeln wir als erstes die Verriegelung wieder durch. Fädeln jetzt unseren Seilzug für die Innenbetätigung durch, damit der nicht später liegen bleibt dahinter. Und verlegen nun schon unseren Kabelbaum, weil der Stecker fürs Schloss wieder dran muss und das nur geht, wenn die Türverkleidung noch ab ist. Ich halte. Okay. So. Den rastet ihr auch wieder hörbar ein. Dann den Kabelhalter wieder einklipsen. So, nun führt ihr sämtliche Abdichtgummis wieder in die vorher dagewesene Position. Eins. Das ist schwierig. Ja, rüberziehen. Nee, du musst den Gummi. Richtet noch nicht.
Ach, der Gummi muss noch ein Stück. Ja, ich hab den Gummi noch ein Stück vor. So. Das ist alles sehr, sehr fummelig. Und macht sie auch am besten zu zweit, wenn einer die Türverkleidung hält. Alleine ist ganz schlecht. So, dann. Beim Ansetzen darauf achten, dass diese Nase, die ihr hier seht, in die passende Bohrung kommt. Wir fixieren damit die Türtafel. Jetzt. Eingerastet. Dann setzen wir erstmal unsere gesamten Schrauben alle wieder erstmal nur an. Ganz wichtig, erst ansetzen und wenn alle Schrauben angesetzt sind, erst festziehen. Damit erleichtert ihr euch den Einbau erheblich. Macht man eigentlich generell. Man setzt jetzt alle Schrauben einzeln an und zieht dann der Reihe nach fest. So. Und Schmitti, festschrauben. Und los. Die Schrauben zieht ihr einfach fest, damit die Dichtung sich auch richtig an die Tür anlegt hinten, ne? Jetzt lösen wir die beiden Schrauben für die Arretierung, damit wir unsere Scheibe wieder in den neuen Fensterheber einsetzen können. Wenn die Schrauben jetzt gelöst sind, entfernen wir unser Klebeband, denn wir setzen nun die Scheibe wieder in den Fensterheber ein. Dazu lasst ihr die Scheibe einfach vorsichtig nach unten ab, bis sie merklich einrastet. Passt, Schmitti? Sieht gut aus. Jetzt nachgerutscht. Gut. Fest. Dann zieht ihr die beiden Schrauben von den Halteklammern wieder fest. Auch hier wieder vorsichtig festziehen, da ihr die Scheibe damit einklemmt. Und wenn ihr die zu fest zieht, kann die Scheibe springen. Natürlich auch nicht zu lose lassen, damit sie euch nicht während der Fahrt rausspringt. Nun könnt ihr auch direkt die beiden Gummistopfen wieder schließen. Schließt den Fensterhebermotor wieder an. Zum Testen muss der Fensterhebermotor bzw. der Steuerteil vom Motor wieder fest mit dem Kabelbaum verbunden sein. Den Stecker vom Fensterhebermotor bzw. Steuergerät ansetzen, leicht gegendrücken und die Verriegelung nach oben schieben. Stecker ist fest. Zum Testen setzen wir unser Kombistecker an, schalten die Zündung ein und versuchen. Funktioniert. Dann können wir jetzt bestanden unsere Türtafel wieder anbauen. Vorher wieder Stecker ab. Ich vergesse die Zündung auszuschalten. Und jetzt können wir die restlichen Stecker vom Lautsprecher, Spiegel, was hier noch so rumdümpelt, wieder anstecken. Vom Lautsprecher generell. Für unseren nächsten Schritt brauchen wir unsere gute alte Türpappe. Da setzen wir erstmal alle Stecker wieder an. Das ist der hier unten. Das ist wieder unsere LED. Unseren Stecker für die Spiegelverstellung. Unseren Bautenzug für die Türklinke. Dazu hängen wir als erstes den Haken in die Türklinke ein und anschließend müsst ihr kräftig an den Bautenzug ziehen, denn nämlich dieses Stück hier vorne muss hier oben in diese Führung rein. Dazu. Ein Stück runter, Schmitti. Jo, hat funktioniert. Ganz wichtig ist der Bautenzug in der Führungshülse dort hinter. Jetzt müssen wir nur noch den Stecker von unserer Türleuchte wieder anschließen. Den einfach hörbar wieder einrasten. Auf die richtige Richtung achten, denn der passt nämlich nur in eine.
Zack. Dann den Stecker. Den halten wir uns vorher fest, und zwar den Stecker von unserer Kombischaltereinheit. Den Stecker fixieren wir uns hier hin und lassen ihn nicht runterfallen, weil wir ihn später dann ansetzen müssen. Denn nun fädeln wir als erstes wieder diesen Verriegelungsknopf hier oben durch. Und jetzt ruhig nochmal halten. Verkleidung nach oben. Dabei aufpassen, dass der Verriegelungsknopf nicht rausrutscht und die Verkleidung nach unten drücken. Nun mit leichtem Druck die Türverkleidung und die Klipse wieder hörbar einrasten und schrauben wir die drei goldenen Schrauben wieder fest. Einfach ansetzen und festschrauben. Da sind auch Metallringe drum in der Türverkleidung, sodass ihr die ordentlich festziehen könnt. Hier sind eigentlich die einzigen Befestigungsschrauben für die ganze Verkleidung. Damit man bei der Tür zuziehen zum Beispiel nicht die Verkleidung in der Hand hat. Zwei. Und die letzte. Nummer drei. So. Der nächste Schritt wäre wieder unsere kleine Kreuzschraube an der Stirnseite von unserer Verkleidung. Im nächsten Schritt schrauben wir die drei Torx-Schrauben an der Unterseite unserer Verkleidung wieder fest. Einfach festschrauben. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Dann muss nämlich nur noch unsere Schalterleiste wieder in die Tür eingesetzt werden. Und Schraube Nummer 3. Fertig. Und jetzt Schmitti. Jetzt stecken wir unsere Schalterleiste wieder an. Stecker. Hörbar einrasten. Hier sind Nasen und Führung. Hier drüben. Und die setzen wir mit leichtem Druck wieder ein. Zum Schluss gibt es noch diesen Griffblock. Da wir den Stecker von unserem Fensterheber-Steuergerät abhatten, müssen wir ihn diesen noch programmieren. In dem Fall Zündung an, Fenster komplett runterfahren, einmal hochfahren, den Schalter dabei festhalten, Schalter lösen. Wenn die Scheibe hochgefahren ist und ihr betätigt noch zum zweiten Mal den Fensterheberschalter, hört ihr ein leichtes Klacken hier in diesem Bereich. Und der Fensterheber ist programmiert. So, nun sind wir mit unserer Arbeit mal wieder fertig. Und für uns heißt das, Schmitti, Feierabend! Leute, ihr habt noch Lust auf mehr Schrauber-Videos? Da klickt ihr entweder hier oder hier. Kaspar.